Jo Leute und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Was denn? Ja, wir waren aber wieder am Fitnessstudio hier, wie ihr sehen könnt. Und jetzt fahren wir wieder eine Runde. Ich hier mal wieder mit dem echten Viertakter. Und guck mal da vorne, da ist auch hier der andere, der mit dem roten Speedfight, den kennt er ja. Der ist ja gerade irgendwie bei einer Krankengymnastik oder so. Haben gerade zufällig gesehen. Hier guck mal sein Kennzeichen, Alter. Ja, beste Halterung, wie ihr sehen könnt. Und ja Leute, tut mir leid, ich bin ein bisschen erkältet. Ist ja nichts los hier, komm. Mal wieder kurz zur Tankstelle, hat sich echt gelohnt auf die Straße zu fahren. Wo willst du hin, echter Viertaktfreund? Dann kann ich ja noch mal eben Luft prüfen hier. Weil ein bisschen was habe ich noch im Tank. Och ne, die Dinger sind wieder außer Betrieb. Das heißt, muss man wieder in die Waschbox rein. So, da haben wir schon das gute Luftgerät. Ach, da ist er ja. Boah, Leute, mein Roller dreht wieder so scheißen hoch, ne? Keine Ahnung wieso. Geschwindigkeitsrausch, hey! Was haben wir hier Schönes? Hä? Bisschen Offroad? Was? Ist das eigentlich ein öffentlicher Weg, Jay? Ey, wo sind wir hier? Kann das sein, dass das eine Auffahrt gewesen ist? Keine Ahnung, sollen wir da lang fahren? Ich glaube, wir kommen mal weiter. Lass mal drehen. Huch, scheiß Äste, ja, okay, so, zack, zack. Aua! Achso, es ist auch wegen dem Sturm hier alles. Ja.
Oder besser nicht? Hä? Sollen wir da langfahren oder besser nicht? Nee, nee. Nee, nee. Ich würde sagen, wir fahren da jetzt hoch und dann runter. Ja, komm. Das ist dann doch einfach ein bisschen zu gefährlich hier. Mit dem ganzen Schlamm und so, mit den ganzen Ästen, die jetzt vom Sturm runterkamen. Von der guten alten Sabine. Wow, Alter. Oh, mein linkes Ohr, also der muss doch jetzt so hoch, ne? Hab ich gerade gehört, glaube ich. Oh. Auch mein Ohr ist betäubt, ey. Ah ja, was habe ich gemacht? Fahr vor! Ja, rollt, okay. Ja, ich nicht. Ich roll besser nicht runter, weil ich hab eine schlechte Erfahrung gemacht. Ey, Jay! Jay! Mein Roller kommt erst sofort auf Drehzahl. Keine Ahnung, woran das liegt. Weil da kann ich nicht ganz. Siehst du jetzt? Wahrscheinlich wurde er da unter der Welt mal kurz richtig freigeblasen. Ne, wirklich, glaube ich wirklich. Merkst du jetzt? Na Jay, warte mal. Ciao, ciao. Lol, Leute. Jetzt kommen wir auch immer richtig auf Drehzahl hier. Weil vorher war es ja so, der kam noch nicht sofort auf Drehzahl, keine Ahnung, weil gerade bin ich am Berg runtergefahren mit hoher Drehzahl. Und dann hat er sich vielleicht irgendwie so ein bisschen freigeblasen. Ich weiß, da mag zwar auch viel Fantasie hinter sein, aber ich habe wirklich das Gefühl.
Och Mann, ey. Ja, gut, Leute. Wow. Aber ja, Leute, dann war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einfach ein Abo da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao.